Und da sind wir wieder zurück beim Witcher. Das Blut des Feiglings. Reichlich geflossen. Die Spur ist deutlich. Müsste mich zu ihm führen. Wir suchen den Feigling und hoffen, dass wir ihn natürlich noch lebend finden. Ich bekämpfe jetzt mal diesen einen Wolf. Zeig mir, was du zu bieten hast. Keine Bissspuren. Morgwag frisst seine Opfer nicht. Seltsam. Ist das der Feigling? Nein, der liegt schon länger hier. Was? Ich verstehe dich nicht. Komm näher, wenn du reden willst. Ihre Sinne sind wirklich getrübt. So, eben nehmen wir noch mal ein paar Kräuterchen mit. So, also wir haben hier unten... Wir haben unten noch keine Blutspuren gefunden. Das ist ja das, was mich gerade irgendwie irritiert. Verdammt! Noch eine Leiche, auch ohne Bissspuren. Merkwürdig, warum tötet er die, aber... Warum tötet er sie, aber... frisst sie nicht. Habe ich mal eben ein bisschen was eingesammelt. Ja, ich vermute, ich komme nicht drum, einfach hier das ganze Gebiet einfach sonst zu erkunden. Monsterspuren. Es ist gerannt, hat etwas verfolgt. So, haben wir das rohe Fleisch schon mal eingesammelt. Jetzt geht's aber wieder ein bisschen an die Kräuter. Das Blut des Feiglings. Das Blut des Feiglings. Das Blut des Feiglings. Da haben wir doch auch eine Möglichkeit durchzukommen. Abgeschlossen. Auch abgeschlossen. Morgwag gibt nicht so einfach auf. Wüsste ich gerade auch nicht, wie wir hier rum weiterkommen. Das Blut des Feiglings. Muss ich also da lang geschleppt haben. Aber wir kommen da gerade nicht hin. Also, was machen wir? Wir laufen einfach andersrum. Schnell speichern. Hier ist also das... Diverse Spuren, alte und neue. Sein Lager muss in der Nähe sein. Ah, dann klettern wir hier hoch.
Da komme ich nicht rüber. Ich muss runter, falls ich die Schleuse aufkriege. Scheint ein gewöhnlicher Mechanismus zu sein. Ein Hebel, um das Schleusentor auszuwählen und einer, um es zu bedienen. Da lang. Oder? Gehen hier lang. Schlüssel! Ramond! Wo ist der Schlüssel? Alles, was ich habe, im Kapitelhaus, in der Truhe. Aber der Schlüssel! Wo ist er? Warum so still, Ramond? Gib du! Gauner! Hurensohn! Wertloser Bastard! Ich finde den Schlüssel ohne dich, Idioten! Mieses Arschloch! Du kannst deinen Gestank nicht verstecken! Okay, da dürfen wir jetzt interagieren. Können wir jetzt reden? Ich kann's erst jetzt. So ist der Fluch. Ich muss beißen, kratzen, zerfleischen. Bis zum Umfallen. Du hast Zeit, bis mein Blut versiegt und ich zurückkehre. Hör zu. Brich den Fluch. Befrei mich endlich. Ich werde dich belohnen. Mhm. Sagtest du etwas von einer Belohnung? Geplündert, geflattert, getrunken, mit einer Ausnahme. Echter Schatz, versteckt. Dein, wenn du mir hilfst. Mhm. Ich suche aber auch eigentlich einen Feigling. Ich suche einen Mann, den man den Feigling nennt. Er kam wohl her, um dich zu töten. Hat's wohl nicht geschafft. Wer herkommt, stellt sich selten vor. Wie hat er ausgesehen? Das ist eine gute Frage. No, keine Ahnung. Dann kann ich nicht helfen. Ich hab schon viele zerrissen. Okay. Es macht also keinen Spaß, ein Werwolf zu sein? Es ist furchtbar. Nicht der Garten, an den ich gebunden bin, sondern der Hunger. Was immer ich verschlinge, wird zu Asche. Ich kann nichts fressen, nichts trinken. Und doch lebe ich und streife umher. Der Hunger ist schrecklich. Ich fresse mein eigenes Fleisch. Aber der kleinste Bissen brennt in der Kehle. Wie heißer Teer. Ewiger Hunger. Klassischer kann kein Fluch sein. Das würde erklären, warum die Leichen alle unberührt waren. Hilf! Sonst komme ich zurück. Und reiß dich in Stücke. Ich glaube nicht. Ich sehe mal, was sich machen lässt. Geh und sieh. Ich rate dir gut.
Mal sehen, ob es einfach geht. Morgwag, ich biete dir nach meinem eigenen freien Willen dieses Fressen an. Hau rein. Wird nicht zu Asche. Das erfahren wir erst, wenn du es probierst. Los, einen Happen für Papi. Verdammt! Diese Scheiße wieder! Okay. Dann erstmal leb wohl. Leb wohl. Bis bald. Hier kann ich irgendwas untersuchen. Ich weiß noch nicht was. Idealer Freund. Geduldig, nimm den Mund nicht zu voll. Richtig ins Herbarium rein. Ein Symbol von Freya. Ich bin zurück. Ich komme immer zurück. Da werde ich fast neidisch. Willst du eine Geschichte hören? Ja. Wenn's sein muss, bin ganz Ohr. Es kamen Krieger, wussten, dass sie mich nicht töten konnten. Legten eine Falle, ketteten mich an, schlossen mich hier ein. Verständlich, eigentlich eine gute Idee. Weißt du, was ich getan habe? Ich biss mir das Bein ab, um mich zu befreien. Jeder Biss war zum Heulen. Ich spuckte Blut. Die eigenen Gliedmaßen abbeißen tat weh? Wer hätte das gedacht? Du verstehst das nicht. Das war mehr. Mein Maul brannte, als ob ich Feuer geschluckt hätte, als ob alles in mir zerrissen wäre. Ich dachte, ich sterbe. Aber ich schaffte es. Und dann... Hast du dich geraucht? Zerriss ich sie in kleine Fetzen. Ein winziges Stöckchen. Diese verfluchten Helden. Hat deine Geschichte auch eine Moral oder prallst du nur? Die Moral ist,
Du kannst mich nicht töten. Nicht aufhalten, nicht fesseln. Ich entkomme überall. Der Fluch. Ich kehre zurück, um dich wieder zu erholen. Nicht schon wieder. Ja. Nichts? Soll das ein Witz sein? Leb wohl. Die Spuren führen zum Brunnen. Der Feigling wollte wohl lieber ertrinken als gefressen werden. Wurzel, bin ich direkt unter Yin. Hey, hörst du mich? Geralt, hast du mich erschreckt? Tut mir leid, keine Absicht. Das will ich hoffen. Sag Bescheid, wenn du den Feigling findest. Mhm. Das werde ich machen. Das Blut des Feiglings. Das Blut des Feiglings. Verdammt. Tot. Schon eine ganze Weile. Yen, ich hab ihn. Und? Ich hab schon Moder heute gesehen, die besser aussahen als er. Scheiße. Also, kratz zusammen, was du kannst und schaff die Reste her. Du hast wohl einen Plan? Ach was, verwesendes Fleisch fasziniert mich einfach. Wir reden, wenn du hier bist, ja? Yen, charmant wie immer. Komm, ich will dich jemandem vorstellen. Er verwest schon. Aber die Stimmbänder sind intakt. Vielleicht kriegen wir noch was aus ihm raus. Er sieht nicht sehr geschwätzig aus. Na, gebe ich Geralt recht. Man kann jeden zum Reden bringen. Auch eine Leiche. Man muss nur wissen, wie. Ich dachte, Nekromantie sei streng verboten. Das ist Sex vor der Ehe auch. Aber ich gebe nichts auf solchen Blödsinn. Schwarze Magie ist kein Jux. Solche Zauber gehen nie gut aus. Nie. Mir gefällt das nicht besser als dir, glaub mir. Aber ich mag den Gedanken, dass Ciri in Gefahr ist, noch viel weniger. Verstehe. Das gibt uns aber nicht das Recht. Geralt, bitte. Wir haben jetzt keine Zeit für Ethikdebatten. Okay. Brauchst du noch was? Brauchst du noch etwas für den Zauber? Mhm. Das Blut eines Neugeborenen, eine Jungfrauenzunge und das Auge eines Molchs. Jetzt nochmal ohne Sarkasmus? Ich brauche nichts. Ich bin eine Zauberin, keine Kräutermuhme. Ich brauche nur Energie, davon allerdings reichlich. Zum Glück ist dieser Ort voll von Magie. Außerdem ist er heilig. Die Priesterinnen werden toben, wenn du mit seiner Energie Leichen wiederbelebst. Geralt, du gehst mir auf die Nerven. Ich biete Lösungen an und du suchst bloß nach Schwachstellen. Ich suche keine Schwachstellen, sondern denke an die Folgen. Und du? Machst du das jemals? Nein. Geralt, ich sag's noch einmal. Wir haben keine Zeit. Ciri hat keine Zeit. Mhm. Na schön, dann schmoll eben.
Ich mach den Rest. Selene, Davida! Oh, es wird ein bisschen dunkler. Dann kann er uns auch nicht helfen. Bist du der Feigling von Lofoten? Nein, ich habe keinen Namen. Sial. Du bist im Kampf gestorben. Deine Ehre... Geralt, das ist nicht der Zeitpunkt, eine Leiche aufzuheitern. Eine junge Frau, aschblondes Haar, grüne Augen. Was ist mit ihr passiert? Wie ist der Grund für meinen Fluch? Das ist mir egal. Was ist mit ihr geschehen? Was hat sie hier gemacht? Sprich! Nein! Sprich! Sprich! Das Meer! Sie fiel! Ist fast ertrunken! Und damit wechseln wir wohl wieder zu Ciri. Oh, sehen wir jetzt den Magier? In der Maske. Trotz nicht. Hilf mir. Hilf uns beiden. Ciri. Cirael. Hörst du mich? Ja. Ich muss jetzt gehen. Wir treffen uns unter dem Felsen der Ertrunkenen. Behältst du das? Wiederhol es. Felsen der Ertrunkenen. Du bist wach und ich dachte schon. Wo bin ich? Und wer bist du? Schon gut. Du bist auf Hindas Fjall im Dorf Lofoten. Man nennt mich Skial. Aber wie bin ich? Was? Wir haben dich aus dem Meer gefischt. Dich und deinen Freund. Gut. Hier geht es weiter. Allerdings, ihr könnt es euch wohl denken, erst beim nächsten Mal. Ich sag schon mal, bis dahin.